안녕하세요, 여러분. 저는 린지라는 독일 사람입니다. 반갑습니다. Für das heutige Video haben wir uns für ein bisschen ernsteres Thema entschieden, angelehnt an den 6. Juni. Das ist nämlich der Gefallenen-Gedenktag. Und an diesem Tag gibt es ganz viele Gedenkzeremonien in Korea verteilt. Und die größte davon ist am Nationalfriedhof in Seoul. Es wird dabei an alle Menschen gedacht, die in der koreanischen Geschichte für Korea gestorben sind. Auch die während dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 gestorben sind und dem Krieg in welcher Form auch immer zum Opfer gefallen sind. Der Krieg spielte sich ab zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea auf der einen Seite, die wir im Alltagsgebrauch einfach als Nordkorea betrachten oder bezeichnen, und der Volksrepublik China und auf der anderen Seite eben die Republik Korea, die wir im Alltagsgebrauch einfach als Südkorea bezeichnen. Genauso wie Nordkorea durch China unterstützt wurde, wurde Südkorea von der UN unterstützt. Und man fragt sich, okay, in den beiden Ländern ist ja das Wort Korea drin. Wie kam es also zu der Spaltung? Tatsächlich wurde Korea von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, also einerseits der USA und andererseits der Sowjetunion, gespalten. Das heißt, Südkorea wurde von den USA besetzt und den Bereich, den wir heute als Nordkorea kennen, der wurde von der Sowjetunion besetzt. Und beide Koreas sahen sich aber als Nachfolger von dem Kaiserreich Korea. Das koreanische Kaiserreich war das Reich, was quasi vor 1910 noch Bestand hatte. Zwischen 1910 und 1945 war Korea quasi eine japanische Kolonie, war unter japanischer Besatzung. Und genau deswegen wird von den beiden Koreas nach 1945, nach der Teilung, auf dieses Kaiserreich Korea Bezug genommen, das vor 1910 noch Bestand hatte. Ich habe ja bereits gesagt, dass der Krieg von 1950 bis 1953 ging, der Koreakrieg. Und am 27. Juli 1953 einigte man sich auf einen Waffenstillstand. Und dieser Waffenstillstand gilt bis heute. Das heißt, Südkorea und Nordkorea haben kein Friedensabkommen, sie haben keinen Frieden geschlossen. Der Krieg ist quasi immer noch präsent. Und das bis zum heutigen Tage. Wenn ihr euch ein bisschen näher mit dem Thema Koreakrieg auseinandersetzen wollt, habe ich zum einen Orte vorbereitet, die ihr besuchen könnt, wenn ihr mal in Korea seid. Oder aber auch Filme, die ihr euch ansehen könnt, wenn ihr nicht die Chance habt, nach Korea zu gehen und von zu Hause aus ein bisschen euch mit dem Thema auseinandersetzen möchtet. Kommen wir zu den Orten, die ich euch empfehlen kann. Zum einen gibt es die DMZ, das heißt die demilitarisierte Zone. Das ist quasi ein Bereich zwischen Süd- und Nordkorea, wo niemand ist. Da können weder die Nordkoreaner rein, noch die Südkoreaner. Und da ist sehr viel Natur gewachsen. Also das ist absolut wild in diesem Bereich. Und diesen Bereich kann man eben angucken. Als Ausländer vor allem ist das sehr zu empfehlen, wenn man sich mal damit auseinandersetzen will. Das heißt, wenn man zu der demilitarisierten Zone geht, kann man tatsächlich sogar Nordkorea sehen. Und wenn das Wetter beispielsweise sehr klar ist, sehr gut ist, kann man vielleicht sogar Nordkoreaner sehen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr, ja, krasse Erfahrung, weil du einfach noch mehr realisierst, dass da einfach die andere Hälfte des Landes ist. Du hörst so viel über Nordkorea in den Medien und dann kannst du wirklich einen Hauch davon halt sehen, wenn du zu der demilitarisierten Zone gehst, was unglaublich faszinierend ist. Auch irgendwie zeigt, wie gravierend diese Spaltung Koreas ist. Ich war tatsächlich schon bei der demilitarisierten Zone. Und es war leider nicht so gutes Wetter, das heißt, ich konnte auch durch diese Ferngläser, die man da, wo man da durchgucken kann, konnte ich nicht so viel erkennen. Deswegen würde ich euch empfehlen, immer darauf zu achten, wie das Wetter ist an dem Tag. Und dann könnt ihr tatsächlich auch ein bisschen was von Nordkorea sehen. Und dann gibt es in Seoul eine Kriegsgedenkstätte, das heißt ein Museum,
Und dort gibt es eine Dauerausstellung. Koreanische Museen sind immer sehr toll gestaltet. Das ist wirklich, wenn man da hingeht, ich glaube nicht, dass man das bereuen würde. So, jetzt komme ich zu den Filmen, die wir euch empfehlen können, die ich mit dem Team gemeinsam rausgesucht habe. Und bei den Filmen will ich vorher sagen, ich habe nur einen von den vier Filmen gesehen. Ich kann nicht sehr gut mit brutalen oder gewaltvollen Inhalten umgehen, würde die anderen drei Filme deswegen auch persönlich ungern angucken. Aber man muss auch nicht unbedingt die Filme gucken, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist jetzt nur für Menschen, die da nicht so empfindlich sind und die das gerne visuell dargestellt haben wollen, um sich mehr damit auseinandersetzen zu können. Das heißt, alle, die unter 16 sind und bei manchen Filmen sogar unter 18, sollten vorsichtig sein. Der erste empfehlenswerte Film ist der Film Crouziton. Wir könnten den Film finden unter dem Namen The Frontline, der Krieg ist nie zu Ende. Zum einen gibt es den bei Amazon Prime, da könnt ihr den umsonst gucken. Und zum anderen gibt es den bei YouTube, da könnt ihr den ausleihen oder auch kaufen. Der zweite Film nennt sich Poha Sogoro. Und ihr könnt den finden unter dem Namen 71 Into the Fire. Dieser Film ist ab 18 und den könnt ihr auch bei Amazon Prime umsonst sehen. Und ich habe noch zwei Filme, die jetzt nicht unbedingt, die sind nicht so verfügbar, aber ich würde sie trotzdem gerne nennen, weil ihr sie zum Beispiel in dem Kulturzentrum in Berlin ausleihen könnt, die beiden Filme. Genau, der dritte Film wäre nämlich dann also der Film Taegeuk-gi. Und ihr findet den unter dem Namen Taegeuk-gi oder Brotherhood, wenn Brüder aufeinander schießen müssen. Allein schon der Titel, finde ich, drückt genug aus, wie tragisch diese Situation einfach ist, wenn ein geteiltes Land miteinander Krieg führt, dass Menschen, die teilweise sogar miteinander verwandt sind, aufeinander schießen müssen. Der Film ist auch ab 16 und eben beim Kulturzentrum in Berlin auszuleihen. Ansonsten müsst ihr euch umhören und gucken, wie ihr an den Film kommt. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Film, den ich tatsächlich geguckt habe. Er heißt sowohl auf Koreanisch als auch auf Englisch genauso. Also Welcome to Tongmakgul. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich den nicht so schlimm gewalttätig fand. Und auch diesen Film könnt ihr im Kulturzentrum in Berlin ausleihen. So, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, dieses Video zu filmen. Ich hatte ein bisschen Angst, dem Thema nicht gerecht werden zu können. Und deswegen bin ich froh, dass ich über die Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum in Berlin angeregt wurde, über dieses Thema zu sprechen. Also für viele Koreaner ist, glaube ich, der Zustand von Frieden. Es ist unvorstellbar. Die können sich das gar nicht vorstellen, ein Land zu sein mit Nordkorea oder einfach eine friedliche Beziehung zu Nordkorea zu führen. Die sind aufgewachsen mit Nachrichten über Androhungen, über Spione, über Tunnel, die von Nord nach Südkorea führen, die aufgefunden wurden. Mit so welchen Neuigkeiten, mit so welchen Nachrichten immer. Wenn du sowas hörst und damit aufwächst, ich weiß halt nicht, was das mit einem mental macht. Ich habe immer das Gefühl, dass sehr viele Koreaner doch recht locker damit umgehen. Aber was ich halt sehr tragisch finde, ist, dass bald diese Menschen, die getrennt wurden voneinander, einfach ja, aus dieser Welt gehen und nie ihre Familie wiedersehen konnten. Ich würde mir das wünschen für die letzten Koreaner, die noch Familienmitglieder im jeweilig anderen Land haben, dass sie sich vor dem Tod noch irgendwie sehen könnten. Und auch wenn eine Wiedervereinigung vielleicht nicht realistisch und vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ist, wäre ein Friedensvertrag oder ein friedliches Verhältnis zueinander wirklich so ein großer Meilenstein, der auch eben den Austausch zwischen den beiden Ländern wieder ermöglichen würde. Und das sind jetzt nur meine persönlichen Hoffnungen, dass ich hoffe, dass ein Austausch zwischen Südkorea und Nordkorea in einer friedlichen Art und Weise irgendwann wieder möglich sein wird und dass sich Nord- und Südkoreaner gegenseitig besuchen könnten, ohne dass dort eine Gefahr besteht. Wenn das irgendwann mal möglich sein würde, fände ich das einfach eine wunderschöne Vorstellung. Und ich hoffe, euch hat dieses Video
gefallen, ihr habt vielleicht was Neues gelernt, vielleicht seid ihr jetzt motiviert, ein bisschen mehr darüber herauszufinden oder euch mit den jeweiligen Filmen auseinanderzusetzen, die ich genannt habe. Oder aber ihr habt euch diese beiden Orte, die ich euch empfohlen habe, aufgeschrieben für euren nächsten Besuch in Korea. Und das ist eigentlich schon alles, was ich mit diesem Video bewirken wollte. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!